Du kannst ja die Zunge gar nicht benutzen, um ein R zu machen. It's a me! Yeah. Oh mein Gott. Safest. Anmalen ist schwierig, weil. Das ist deswegen witzig. Nicht hat, that's all I want. Halli und herzlich willkommen zurück zur Voice Show. Es kam sehr, sehr lange nichts. Das hat damit zu tun, dass ich letztes Jahr, 2019, viel unterwegs war auf der Welt und das habe ich sehr geschätzt und zu lieben gelernt. Jetzt haben wir natürlich Corona, Lockdown-mäßig oder beziehungsweise alles Einschränkungen. Man musste viele Abstriche machen in meinem persönlichen oder eigentlich beruflichen Leben. Alle Gigs sind auf einmal verschwunden. Und mein Bruder hat immer gesagt, Christian, wann kommt eigentlich nochmal eine Voice-Show? Deswegen bin ich zurück in einer neuen Location. Ich musste umziehen. Wie ihr sicherlich seht, sieht das jetzt auch von der Qualität her anders aus. Und ich habe sogar, tada, eine zweite Kamera positioniert. Wofür? Damit es anscheinend mehr Arbeit ist zu schneiden. Okay, und damit wir dieses Comeback der Voice Show feiern, habe ich mir eine ganz, ganz schwierige Stimme heute rausgesucht. Die ist sauhart zu imitieren und ich habe sie ein bisschen geübt über die letzten Monate, aber nicht so wirklich konstant, aber ich habe mein Bestes gegeben und versuche sie heute auch gut zu performen. Und es handelt sich um die Stimme von der weltberühmtesten Ente überhaupt. Und hier mal ein Video, wer es ist. Ladies and gentlemen, here's the voice of Donald Duck for all these 50 years. Donald Duck. Mr. Clarence Ducky Nash. Thank you very much. I love you all. Thank you. Ja, und das war's auch schon. Man kriegt da so 5 Sekunden und dann darf man wieder gehen. Er hat noch nicht mal, glaube ich, einen Oscar dafür gekriegt, denn er ist ohne Oscar da von der Bühne gegangen. Aber das ist Clarence Ducky Nash, der Erfinder von der Stimme von Donald Duck. Er hat das damals in den 30ern, ich glaube 1932, Walt Disney vorgestellt. Der war so angetan davon und hat ihn direkt auf Donald Duck besetzt. So, jetzt versuche ich das zu imitieren, aber ein kleiner Hinweis, die Stimme von Donald Duck kann nämlich jeder nachahmen, weil es hat nichts mit der Stimmrange zu tun, sondern mit der Technik. Hier jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt, wie Clarence Nash in echt klingt, nämlich so. Ducky Nash. Put the tip of your tongue up on the left side, the roof of your mouth. Also ihr seht, der klingt normal, wollte ich schon sagen, aber der hat auch einfach eine ganz normale Stimme und man braucht nur eine bestimmte Technik. Und auf Deutsch wurde Donald Duck von Peter Krause gesprochen. So klingt der gute Mann als Donald Duck. Herr Duck. Wie macht man das jetzt so? Also gut, machen wir den Grundkurs. Ne? Ja. Zunge an den Gaumen. Okay, hierbei stoppe ich. Es gibt eine Menge Tutorials, die erklären, wie Donald Duck sprechen kann. Er erklärt das sehr gut, dann natürlich Clarence Nash selbst erklärt es natürlich, weil er es erfunden hat. Und es gibt so und so viele Tutorials. Ich fand aber eins am besten und zwar war das von, oder das hat mir am meisten geholfen, von einem Rekenfly auf YouTube. Und er erklärt das so, ich nehme mal eine interessante Stelle, pass auf. I need you to tilt your head towards your dominant cheek while making the K sound, letting the K slide to your teeth. Here's a visual of what I mean. Das war sehr gut. Work on its own to okay, aber auf jeden Fall hat mir das sehr geholfen, dieses Tutorial. Und wie klingt mein Donald Duck? Nicht allzu gut, aber ich werde es jetzt mal auf jeden Fall versuchen. Und dazu habe ich mir eine Szene rausgesucht aus der Folge Donald Duck Deutsch, Donalds Hundewaschmaschine, wo er Pluto waschen möchte. Das ist eine ganz witzige Folge. Aber einmal nur, um anzuteasern, wie ich klinge. Also, mein Name ist Donald Duck. Ja. Und ich habe ein bisschen, Das ist auf jeden Fall hardcore schwer, weil dann gibt es irgendwann mal so Wörter wie geübt. Die sind einfach so schwer zu sprechen, aber diesen Standardphrase, dieses. Hallo, mein Name ist Donald Duck. Ah, oh boy, oh boy, oh boy. Den habe ich drauf. Okay, dann gehen wir mal in die Folge rein. Ach krass, okay. Ich habe gerade gehört, dass Peter Krause anstatt R, R benutzt. Er hat nämlich gesagt, nicht jetzt reicht's aber, weil du kannst ja die Zunge gar nicht benutzen, um ein R zu machen. Deswegen benutzt er das englische R, also jetzt reicht's aber. Also es ist
Oh mein Gott. Das ist ja krank. Aha, mein großer Tüter. Hey, Peter, du gibst jetzt sofort ein Bad. Okay, auch relativ schwer. Ey, wenn es direkt ins Lautsprechen geht, ist es einfach so viel schwerer. Unglaublich. was ich sagen wollte, aber also wie ihr seht, stelle ich mich richtig dumm an. Ich verklebe hier irgendwie hinten. Habe ich relativ gut drauf, würde ich sagen. Also, erzählt es auch von Freunden oder auch nicht, weil es nicht die beste Folge von mir war. Die Voice Show ist zurück. Ich weiß nicht, in was für regelmäßigen Abständen, denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gab es noch Galactic Diaries und den Manion-Monat und wir schreiben an Galactic Diaries natürlich weiter. Deswegen denke ich, werde ich immer mal so tröpfchenweise neue Voice-Shows droppen. Ich habe mir eine Liste gemacht von Stimmen, die ich versuche zu imitieren. Ich hoffe, euch ist gefallen. Ich hoffe, euch ist gefallen. Dabei bleiben wir. Wenn ihr Vorschläge habt für eine Stimme, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder wo auch immer. Und ich würde jetzt sagen... Tschüssi!